freue mich, Teil dieses umfangreichen, lebendigen Gottesdienstes zu sein. Ich freue mich über das eingangs erwähnte Bibelwort aus Hiob 42 und das möchte ich noch einmal lesen. Ist nicht der Predigttext, aber es passt wunderbar zum heutigen Tag. Es steht ja in Hiob 42, Vers 5. Ich hatte von dir nur vom Hören Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und Vers 6, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ja, heute ist der Dank-, Buß- und Bettag. Und deshalb will ich meine Kurzpredigt, die es jetzt noch werden wird, gliedern in drei Punkte. Heute ist ein Tag des Dankes. Heute ist ein Tag der Buße und heute ist ein Tag des Gebets. Ich lese dazu je drei Bibelstellen aus den Psalmen, dem Gebetsbuch. Zunächst einmal Psalm 136. Und da bitte ich nun alle, die eine Bibel mit zur Hand haben, diese Stelle nun auch mit aufzuschlagen. Psalm 136. Ab Vers 1. Danket dem Herrn. Denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich. In diesem Psalm geht es vor allem um eine Sache. Danket dem Herrn. Erste drei Verse steht das und Vers 26 im letzten Vers. Das ist wie eine Klammer um den ganzen Psalm. Danket. Warum? Denn seine Güte währet ewiglich. Oder seine Gnade. 26 Verse hat dieser Psalm. 26 Mal erscheint, denn seine Gnade währet ewiglich. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Es wird hier ganz vieles erwähnt, wozu oder warum wir dankbar sein sollen und dürfen. Zum Beispiel, weil Gott freundlich ist oder wörtlich gut. Gott ist gut. Gott ist ein Gott, der große Wunder tut, Vers 4. Und so weiter. Wir haben allen Grund, Gott dankbar zu sein. Ich könnte jetzt heute Morgen jedem Einzelnen die Frage stellen, wofür bist du Gott dankbar? Vielleicht sagt dann der eine, für meinen Ehepartner, für meine Kinder, vielleicht für meine Arbeitsstelle wird erwähnt. Wir haben individuelle Gründe. Aber der hauptsächlichste Grund unserer Dankbarkeit zeigt sich, weil Gott gnädig ist, denn seine Gnade währet ewiglich. Wir können Gott nie genug dankbar sein, dass er bereit war, seinen Sohn für uns hinzugeben. Wir können Jesus Christus nie genug dankbar sein, dass er den Himmel verließ und Mensch wurde. Gott wurde Mensch. Warum? Weil ich durch meine Sünde von Gott getrennt bin. Und so ist Jesus Christus am Kreuz für meine Sünde gestorben und hat die Strafe getragen, die wir verdient gehabt hätten. Und dieser Jesus Christus macht uns heute ein Angebot. Er bietet uns die Vergebung der Sünden an. Wisst ihr, Gott sagt uns nicht so, lieber Mensch, jetzt streng dich mal ein bisschen an. Dann kannst du dir den Himmel vielleicht verdienen. Noch 6000 Punkte oder so. Nein, er sagt nicht, jetzt streng dich an, jetzt reiß dich mal zusammen, sondern er wird Mensch und stirbt für uns. Das ist Gnade, unverdientes Geschenk. Wir haben allen Grund, Gott dankbar zu sein. Auch, dass wir in einem so wunderbaren Land leben dürfen. Wir haben ja alle eine, so hoffe ich zumindest, eine wunderbare Schulbildung erlebt. Also für mich war das nicht immer ein Dürfen, diese 9 Jahre. Ich habe mich vor allem auf die Sommerferien gefreut. Aber so schlimm war es dann doch nicht. Ich habe noch 9 Jahre angefügt nach der obligatorischen Schulzeit. Also wir dürfen so viel lernen, wir dürfen rechnen lernen. War das ein Spaß? Wir dürfen lesen lernen, auch das fand ich noch sinnvoll. Und dann gab es noch die Sprachen, da habe ich keine großen Fortschritte gemacht. Aber man lernt noch so vieles mehr, zum Beispiel auch soziales Verhalten. Wisst ihr, im Kindergarten gab es noch die anderen Kinder. Und dann musste man abwechseln beim Spielen. Erst heute merke ich, wie wichtig Sozialkompetenz ist. Aber damals nicht. Also, ja, ist ja gut. Auf jeden Fall, wir haben so vieles gelernt und das fast kostenlos.
Und dadurch konnten wir jetzt einen Beruf erlernen. Jeder von uns kann mehr oder weniger das ausüben, was ihm Freude macht, so hoffe ich. Also ich bin ja unendlich dankbar, dass ich mein Geld, also unser Geld nicht mit meinen Händen verdienen muss. Und da käme vielleicht gar nicht so viel rein. Nein, ich darf mit dem Mund Geld verdienen, ist doch nicht wunderbar. Wir dürfen den Beruf ausüben, der zu uns passt, wo wir vielleicht auch Begabungen haben. Und dadurch können wir das Nötige zum Leben kaufen. Das Essen, Kleidung und darüber hinaus noch so vieles, was man in die Kategorie Luxus einordnen würde. Vielleicht ein schönes Auto, eine schöne Wohnung, sogar ein Haus, ein zweites Haus, ein Ferienhaus. Unglaublich, Ferien am Meer, Ferien im Schnee, 2 Wochen am Stück, das braucht Geld. Und wir haben es. Gott meint es so gut mit uns. Dann haben wir in unserem Land auch Glaubens- und Gewissensfreiheit. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Vor einigen Jahrhunderten wurden unsere Vorfahren, die gläubigen Menschen in diesem Land verfolgt. Ich denke da an die Täufer, an die Mennoniten, aber auch an die FEGler. Karl von Roth beispielsweise saß im Gefängnis vor noch nicht mal so langer Zeit. Und wir dürfen heute Gottesdienst feiern, wie wir wollen. So lange wir wollen oder so kurz wir wollen, so umfassend wir wollen. Es schreibt uns das niemand vor von oben, vom Staat her. Ich darf sogar predigen, mehr oder weniger, was ich will. Also ihr seid dann diejenigen, die mir die Rückmeldung geben. Aber der Staat sagt nicht so, Matthias, du darfst nicht sagen, Jesus ist der einzige Weg. Ich darf das sagen heute Morgen. Wir haben Freiheit. Es ist ein unglaubliches Vorrecht. Im Moment sind Millionen von Menschen, die an Jesus Christus glauben, verfolgt. Open Doors schätzt die Zahl der verfolgten Gläubigen auf 100 Millionen. Sitzen zurzeit im Gefängnis, werden getötet. Wir sehen vielleicht Filme von der ISIS im Moment. Das ist ja das Modernste, was man jetzt kann. Man kann sogar mitschauen, wenn unsere Glaubensgeschwister erschossen werden. Unglaublich. Und wir haben Freiheit. Wir haben allen Grund, Gott dankbar zu sein an diesem heutigen Tag. Heute ist ein Tag des Dankes, aber auch ein Tag der Buße. Ich lese dazu Psalm 51. Psalm 51, Vers 3. Das ist ein Psalm Davids und da steht: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Buße. David hat gesündigt. Aber wisst ihr, nicht nur ein bisschen. Der hat so richtig heftig gesündigt. Und damals war es ja so, wenn man eine Übertretung machte, dann konnte man ein Opfer bringen. Aber nicht für jede Übertretung gab es auch Opfer. Beispielsweise für Ehebruch gab es kein Opfer. Für Mord gab es kein Opfer. Das waren sogenannte Todsünden. Da musste der Übertreter gesteinigt werden, umgebracht werden, weil er hat sein Leben vor Gott verwirkt, so wird begründet. Und David hat genau diese Sünden begangen. Ehebruch mit Bathseba und dann ließ er Uriah, den Mann der Bathseba, umbringen. Und Nathan kommt jetzt zu David und sagt: Du bist der Mann. Eigentlich hat David das Leben verwirkt. Aber er ist der König, er wird deshalb nicht gerade gesteinigt. Das ist noch eine wunderbare Position, die er da hat. Aber vor Gott hat er sein Leben verwirkt. Das Einzige, was er jetzt noch tun kann, ist demütig zu werden und Buße zu tun. Nun, was meint das Wort Buße? Ist ja ein Bußpsalm hier. Buße meint: Ich bekenne meine Sünden und ich bitte um Vergebung und ich kehre um. Das griechische Wort für Buße ist Metanoia, das hebräische ist Schuf und wird im Deutschen oft mit Bekehrung übersetzt. Also Buße hat nichts zu tun mit dem, was ich vor einiger Zeit erlebt habe, ist noch nicht so lange her, eine Buße so am Scheibenwischer. Ja, hat nichts damit zu tun. Denn die Buße, die ich da habe, die zahle ich. Aber im biblischen Sinn meint Buße tun, dass ich bekenne, ich habe gesündigt und ich kehre um. Ich kann nicht für meine Buße zahlen.
Nein, vielmehr ist es so, dass Jesus Christus, indem er für uns starb am Kreuz, unseren Schuldschein getragen hat. Und Jesus löscht nun mein Schuldkonto. Ich kann nun Buße tun, weil jemand meine, und jetzt benutze ich das Wort falsch, meine Buße getragen hat, also meinen Schuldschein. Wir sehen hier, das sind zwei gleiche ausgesprochene Wörter, aber es hat nicht viel gemeinsam. Jesus starb für mich, damit ich umkehren kann, Buße tun kann. Und Buße tun meint, ich sage nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Das ist so das Ende dessen, was der Begriff Buße meint, nämlich Umkehr, Heimkehr und jetzt Abwendung vom alten Leben und Hinwendung zum neuen Leben. Das ist Buße. Heute ist ein Tag der Buße. Ich möchte alle diejenigen auffordern, Buße zu tun, die das noch nie getan haben. Heute ist ein Tag der Buße. Mal umkehren vom eigenen sündhaften Leben. Aber auch alle diejenigen sind aufgefordert, Buße zu tun, die eine unbereinigte Sünde im Leben haben. Das sind Sünden, die haben wir begangen und wir wissen ganz genau, es war nicht richtig, aber wir haben sie noch nicht bekannt. Vielleicht, weil sie uns so Spaß gemacht hat. Vielleicht, weil wir sie immer und immer wieder tun. Vielleicht, weil wir uns schämen. Wir sollen Buße tun. Es gibt noch viele Bereiche, wo wir vielleicht auch mal Buße tun sollten. Beispielsweise habe ich ja gesagt, dass es uns so gut geht. Oder wir haben ein schönes Auto, aber nebendran ist noch ein noch schöneres Auto. Wir haben eine schöne Wohnung, aber der andere hat noch eine größere Wohnung. Und wir haben wunderbare Kleider, aber der andere hat noch bessere Markenkleider. Und so vergleichen wir und werden unzufrieden. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Gläubigen auch so eine Art Unzufriedenheit haben, weil wir immer mit den falschen Leuten vergleichen. Unzufriedenheit. Vielleicht sollten wir mal Buße tun über die ständige Vergleicherei. Oder noch etwas. Wir haben als Gemeinde so große Freiheiten. Wir dürfen das Evangelium verkündigen. Und ich habe den Eindruck, dass wir oftmals nur um uns selbst uns drehen. Wir haben alle Freiheit, aber wir nutzen diese Freiheit nicht. Und ich möchte uns heute auffordern, hier auch Buße zu tun. Ich möchte mich da ganz hineinschließen. Wisst ihr, wir drehen uns so oft nur um uns selbst. Es geht um mich und noch einmal mich. Es geht darum im Gottesdienst, dass die Musik mir gefällt. Es geht darum, dass es nicht zu laut ist oder andere sagen mir, es ist zu leise hier. Die einen sagen mir, es ist zu trocken, für die anderen ist es zu lebendig. Es geht immer nur um mich und am Schluss, wenn ich hier hinausgehe, kann ich bewerten, ob mir der Gottesdienst gefallen hat. Die Predigt, wenn sie mich nicht anspricht, gehe ich weiter. Oder dann habe ich heute nichts davon gehabt. Es geht um mich und noch einmal mich. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne diese vier. Und wisst ihr, ich bin nicht anders. Es geht in meinem Leben auch so oft nur um mich. Und da möchte ich uns auffordern heute, Buße zu tun, weil wir uns mit unseren eigenen Problemen so oft so wichtig nehmen. Ein Tag der Buße. Dann ist heute auch noch ein Tag des Gebets. Abschließend lese ich noch Psalm 65, Vers 3. Hörer des Gebets, darum kommt alles Fleisch zu dir. Psalm 65, Vers 3. Hier spricht David Gott an als Hörer des Gebets. Das ist ein Name. Gott ist ein Gott, der Gebet erhört. Deshalb kommen die Menschen zu ihm. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist doch selbstverständlich, dass Gott Gebet erhört. Das ist ja schließlich seine Aufgabe. Dabei ist das ein wunderbares Vorrecht, dass Gott Gebet erhört. Gott kennt mich, er weiß, wie ich mich fühle, was ich tue, wer ich bin, besser als ich mich selbst kenne. Und deshalb kann Gott in seiner Einsicht und Macht mein Gebet in der bestmöglichen Art und Weise erhören. Wunderbar. Gott ist Hörer des Gebets, aber beten müssen wir selbst.
Ich möchte uns heute ermutigen, vom Gebet auch Gebrauch zu machen. Alleine, persönlichen Gebet, zu zweit, zu dritt, als Ehepaar, in der Familie. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, gibt es noch eine Form des Gebets, die die wichtigste und schönste Form und höchste Gebetsform ist. Und das ist das Gemeindegebet. Vor allem die Apostelgeschichte bringt zum Ausdruck, wie wunderbar es ist, wenn die Gemeinde gemeinsam betet. Ich habe deshalb immer große Freude, wenn es so Mittwoche gibt wie letzten Mittwoch, wo so viele Menschen hier sind und mitbeten. Junge Menschen, ältere Menschen, Menschen, die vom Beruf her unglaublich absorbiert sind und trotzdem sagen, ich möchte eine Stunde meiner 168 Stunden fürs Gebet mit der Gemeinde benutzen in der Woche, sogar all zwei Wochen, und bereit sind mitzubeten. An solchen Mittwochen geht es mir dann richtig gut. Ich möchte allen deshalb ganz herzlich danken, die hier mitbeten. Und wisst ihr, was geschieht, wenn wir gemeinsam beten? Dann beten wir für unsere Geschwister, für unsere Familien, und plötzlich bekehren sich Menschen. Dann beten wir für die Jungschau, für SIO, für die IG, für 60+, für Singen mit der Kleinen, für Kids-Treff, für Hüti, für die Hauskreise. Und plötzlich bewegt Gott seinen Arm und es geschieht Wachstum. Das begeistert. Und dann plötzlich hat man ein neues Problem. Alle Räume mögen dann die interessierten Menschen nicht mehr fassen. Im Moment haben wir das Problem, ein Stock tiefer. Kids-Treff. Wir haben nicht genügend große Räume für alle Gruppen des Kids-Treffs. Wunderbares Problem, aber auch eine große Herausforderung. Was machen wir jetzt? Gott bewegt seinen Arm und das begeistert. Das weckt in uns das Anliegen, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und das wünsche ich mir, auch heute. Dass wir das Anliegen haben, Gott möge uns persönlich gebrauchen. Zusammenfassend sehen wir hier aus dem Buch der Psalmen, heute ist ein Tag des Dankes. Wir haben allen Grund, Gott dankbar zu sein. Wir alle. Vor allem auch, dass wir in einem so wunderbaren Land leben dürfen. Heute ist auch ein Tag der Buße. Wir dürfen heute umkehren. Vielleicht sollten wir auch mal umkehren, dass wir ständig vergleichen. Oder dass wir uns selbst so wichtig nehmen. Und heute ist ein Tag des Gebets, weil wir haben einen Gott, der Gebet erhört. Wie wunderbar ist das. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank für dieses Vorrecht, mit dir jetzt gerade direkt Kontakt aufzunehmen. Und du hörst uns. Hörer des Gebets. Und du weißt auch, wo wir Anliegen haben. Vielleicht sind einige hier, die haben gedacht beim Punkt Dank, im Moment ist mir nicht so zum Dank zumute. Danke, dass wir auch beten dürfen und dir unsere Situation hinlegen dürfen. Danke, Jesus Christus, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass das die Grundlage unseres Lebens ist und dass wir immer wie mehr erkennen dürfen, welches Geheimnis es ist, dass du in uns lebst. Vielen Dank für diesen heutigen Tag, ein Tag des Dankes, der Buße und des Gebets. Amen.